Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable. Ja, das Schwert, das ich suche, müssten wir jetzt eigentlich kriegen, wenn wir jetzt erstmal mit dem Gildenmeister reden. Glaube ich. Wenn ich ihn. Gildenmeister? Okay, dann müssen wir wohl erst weitermachen in der Story und den Großtatenplatz-Dings betreten. Ich glaube, diese Kreaturen sind bekannt als Herbeirufer. Ich habe versagt. Ich werde versuchen, ihre Reise zum Festland zu verhindern. Aber ich brauche Hilfe. Der Stärkste von euch muss die erste Dämonentür beim Podium öffnen. Dort ist das Feuerherz. Nur der Erwählte wird von den Propheten angehört. Ruft mit dem Herz das Schiff der Ertrunkenen, schnell, bevor alles verloren ist. Schnitter? Schnitter! Wir haben ihn verloren! Skorm! Die Dämonentür erwachte heute Morgen, ließ aber keinen von uns durch. Sie sagt, wir seien unwürdig. Es liegt bei euch. Ihr habt Jack ganz allein besiegt. Wenn sie sich nicht für euch öffnet. Der Mann hat recht. Ich tue, was ich am besten kann und wälze Bücher. Wir müssen wissen, wer diese Herbeirufer sind. Viel Glück! Ja, gut. Also, dafür ist die Dämonentür hier gut. Sprechen wir mal Ihr mit ihr. tragt die Maske von Messer Jake. Die Propheten sahen die Ankunft eines solch legendären Helden voraus. Die Auferstehung der Herbeirufer in der nördlichen Einöde ist eine neue Bedrohung für alle Lebensformen. Wir haben dies seit langem befürchtet. Hinter meinen Mauern liegt das Feuerherz. Dort spricht ihr mit den Propheten, die darüber wachen. Ich glaube, da war ein Rätsel. Ihr dürft eintreten, aber achtet auf den Herzschlag. Er hat viele vor euch versenkt. Ja, betreten wir jetzt einfach mal die Dämonentür. Und gucken, was uns jetzt so in der Kammer der Propheten erwartet. Ich glaube, das ist ein dämliches Rätsel, das ich nicht mochte. Genau sowas. Wir sind die Propheten des Feuerherzens. Schön Es für war euch. euer Schicksal, uns aufzusuchen, o Held. Die Bestie erhebt sich im frostigen Norden. Nur wer das Herz bekommt, kann sie stoppen. Deine Kräfte führen euch über das Meer. Dort trefft ihr auf eine Kraft des Bösen, dessen Wut noch nicht einmal der Tod stillen kann. Was soll denn das? Sagt ihm einfach, er soll uns hier rausholen. Ja, dazu kommen wir noch. Um das Feuerherz zu holen, müsst ihr das Rätsel von Tag und Nacht lösen. Ja, solche Rätsel sind Und wir beliebt. sind endlich frei! Seht die Tafel vor euch an. Jedes Mal, wenn ihr alle Monde in Sonnen verwandelt, erlöst ihr einen von uns aus dem ewigen Gefängnis. Alle Seht Monde ihr, zur das Sonne, brennt okay. aber mit Monden, stirbt einer von uns und das Feuerherz wird nie euer sein. Okay. Was? Ihr sagtet doch, er bekäme es auch, wenn er uns alle tötet. Ich habe es gehört. Still, Dummkopf! Es ist ganz einfach. Löst das Rätsel, holt euch das Herz und wir kommen raus aus diesem Loch. Alle sind zufrieden, alles klar? Okay. Ich denke, wir sind nett hier. Wie machen wir das jetzt? Ein guter Anfang. Ich hab keine Ahnung. Ah, eine gute Wahl. Okay. Ja, so müsste es gehen. Okay. Alle Monde zu Sonnen, Danke einer sehr. befreit. Nutzt das Feuerherz weise. Wir sind nett. Ein Prophet Oh, befreit. ich hoffe, ich komme auch da. Mond zu Sonne. Das ist gut. Ja, sonderlich schwierig ist das jetzt nicht. Sonnig, sonnig. Ja,
Ja, gut. So löst man die... Doch nicht. Dann bin ich hier... 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 Und hier. Ja, okay, das ist nicht schwer. Oh, was geschieht da? Das Licht ist so schön. Mutter? Ich komme! Also kommen sie entweder in den Himmel oder in die Hölle. Aha. Ausgezeichnet! Befreit mich als Nächsten und ihr könnt tun, was ihr wollt! Was für eine hässliche Stimme. Oh nein! Hat noch jemand Schwarz? Oh, verdammt! Falsche Dings, ich hätte gerade fast alles in Monde verwandelt. Ja, ein bisschen kann man sich davon ablenken lassen. Ja. Es wäre einfacher, wenn da ein X und ein Kreis wäre oder so ein Ja oder Falsch oder sowas. Ja oder Falsch. Ein Richtig oder ein Falsch. So, passt. Freiheit, endlich! Angeschmiert, ewiges Gefängnis! So, jetzt noch einer, denke ich mal. Ihr seid weise und gütig, o Held. Ah, ein edler Zug. Ja, wir müssen dringend den Mond da unten verwandeln. Ja, und ihr sagt Vorsicht. Läuft ihr jetzt halt bestraft, aus. Wenn es noch viel länger dauert. Ja, das könnte knapp werden, aber ich denke, das schaffen wir noch. Ja, gut. Jetzt folge ich meinen Prophetenbrüdern. Lebt wohl. Das waren dann alle. Nein, waren sie nicht. Genau. Ja. Sonnensymbole. Und jetzt weiter. Ja, so funktioniert das. Das ist kein Problem. Und ist das jetzt der letzte? Hey, ihr seid gar nicht so übel. Werde euch mal eine Postkarte schicken. Okay, es waren alle. Und wir kriegen das Feuerherz. Nett. Aber da aktivieren sich jetzt keine Monde, wenn wir drauf treten. Und wir haben das Feuerherz. Habt ihr das Feuerherz? Ausgezeichnet. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ich schätze, die Propheten haben Spaß gemacht. Ihr bekommt immer die lustigen Sachen. Ah ja. Tja, ich habe diese Herbeirufer-Kreaturen untersucht und glaube langsam, dass es nicht gerade sehr klug war, das Schwert der Ewigkeit wegzuwerfen. Diese Dinger sind übel, aber zu spät, um da noch was zu machen. Hm, vielleicht nicht. Es ist zwar nur eine Legende, aber... Geschichten erzählen von einer mächtigen Waffe, die in der Gilde versteckt ist und die Essenz aller hier begrabenen Helden enthalten soll. Aber der Einzige, der daran jüngst wirklich interessiert war, ist Mace. Er war besessen davon, sie zu finden. Jetzt wissen wir auch, warum. Vielleicht findet ihr in seinem alten Quartier, was er entdeckte. Denkt dran, das Feuerherz muss unbedingt im Leuchtturm der Hookküste platziert werden. Seine Kraft beschwört das Schiff, das euch in die nördliche Einöde bringt. Ja, ja. Nochmals viel Glück, o Held. Kein Problem. Ja, das Hauptspiel an sich haben wir jetzt übrigens auch schon geschafft längst. Das sind jetzt nur noch die vergessenen Chapters, Kapitel. Und wir haben das Feuerherzband erhalten, was auch immer. So, hier ist Heldentitel, Händler. Legen wir uns mal einen neuen an. Ja, können uns jetzt noch Arschgesicht nennen. Liberator, Avatar. Nennen wir uns mal Avatar. Oh, wir haben viel Geld. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Ja, ja, bla bla bla. Questkarte, bla bla bla. Neu. Und wir gucken mal, was es so für Quests für uns gibt. Nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in Mays altes Quartier und holen uns das Schwert. Genannt Avos Träne übrigens. Habe ich alle schon nachgeguckt. So. Das ist Mays altes Quartier. Naja, Turm. So. Wir waren ja schon mal und das sind jetzt deine Schränke.
Erster Eintrag. Hin sind schwer zu finden, wenn ich eine Macht in meinen Händen hielt, würde ich blablabla ihn selbst und aufhalten oder Schwert wenigstens jemand anvertrauen, den Mut hat, ihn entgegenzustellen. Zweiter Eintrag. Heute habe ich bisher beste Beschreibung der Legende über Avos Träne gefunden. Sie befand sich im Anhang einer seltenen Ausgabe von Eine Geschichte der Gilde und beschreibt, wie das Schwert erschaffen wurde. Leider wird nicht darin erwähnt, wo es versteckt sein könnte. Dritter Eintrag. Endlich. Ich habe eine zerfledderte Schriftrolle mit dem Ort von Avos Träne gefunden. Die Träne zu bekommen könnte nicht einfacher sein. Man muss einfach nur die Inschrift auf dem leeren Grab im Hof der Gilde lesen und an die Waffe denken, um den alten Helden bewertet zu werden. Ich kann nur hoffen, dass ich meine wahren Absichten erkennen und mich für würdig befinden. Vierter Eintrag, es hat nicht funktioniert. Ich bin für immer in seiner Hand. Ja. In Jacks Hand. So. Das ist dann jetzt dann das letzte Grab von hier aus gesehen, also das Grab auf der Rückseite. Das hier. Ja. Komm her, Schwertchen. Ihr seid reinen Herzens, wie wir sehen, und habt die ultimative Macht zugunsten des Landes aufgegeben. Sind wir nicht nett? Wir halten euch für würdig, o Held. Möge Avos Träne in euren Händen die bösen Kräfte verbrennen. Unser neues Schwert, Avos Träne. So, die gucken wir uns gleich mal an. Gesundheitsverstärkung, Mana-Verstärkung und Erfahrungsverstärkung. Stand da irgendwas? Ich würde wohl mit Auswahl die Macht dafür, das große Guildmeister Socius es mit Zauber verwendet, um einen riesigen Wirbel zu erschaffen. Lange Zeit existierte es unter den Mönchen nur als Mythos. Seine Mönche? Wir sind Mönche? Cool. Seine Stärke kann sich sogar mit der Kraft mit dem Schwert der Ewigkeit messen. Ja, also Leute, die gut sind, müssen nicht unbedingt die schlechteren Waffen kriegen. Also Avos Träne kann man auch kriegen und es ist besser als unser alter Zweihänder. Und schneller. So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Und das ist auch nochmal Mace. Also bis dahin, Leute. Ciao.